nehme ich das alles mit? Nee, nee. Wobei, wenn ich hier, wenn ich den Creep weit genug, oder wenn ich hier das, ne, das geblubbere. Wie heißt das genau? Erzeugt Kriecher. Wenn ich die Kriecher weit genug ausgebreitet habe, dann kann ich im Prinzip auch nur eine schnelle Armee haben. Das heißt, ich kann dann immer schnell genug nach Hause rennen. Und das geht dann eigentlich schon. Ja, guck mal. Das ist doch recht schnell zerfallen. Das finde ich doch schon mal nett. Wie sieht's hier aus? Hier brauche ich keine Drohnen. Hier kann ich eigentlich mal ein paar nach unten nehmen hier. Ein paar Assimilatoren hier, wobei von hier oben können wahrscheinlich die Urzerk greifen Quilgor-Biomasse an. Weitere Drohnen, so. Was jetzt? Komme ich da schnell genug hin? Der Schwarm müsste eigentlich hier rumkommen können, oder? Los jetzt. Weil hier unten. Ach, was ist hier denn los? Das ist eine Party oder was? Ach nee, ach nee, ach nee. Los jetzt. Gut, meine Armee ist mittlerweile schon nicht unbedingt so winzig klein, das passt schon. Das gibt deutlich Schlimmeres. Guck mal, da kann ich dieses hier oben auch eben schnell beseitigen. Es geht sogar. Es könnte deutlich schlimmer sein, sag ich mal. So, hier brauche ich noch eine. Habe ich noch eine Queen dabei? Die hat keine Energie mehr. Das heißt, weitere Tumor wird schwierig. So, Drohne. Ich nehme hier mal zwei Stücke, man weiß ja nie. Bringt wahrscheinlich nichts. Hier, kannst du da so einen hinsetzen? Das geht sogar noch. Erstaunlich. Hier auch ausbreiten. Da nicht, das ist egal. Hier auch. So, machen wir es so. Das Problem ist halt, je weiter wir weg sind, umso länger ist auch der Weg, den die Drohnen hier zurückzulegen haben. Brauche ich gar nicht so viele machen hier. Bei, ich habe hier. Ja, so drei Stück hätte ich hier noch dafür. Habe ich noch Upgrades hier? Das wäre mal die größere Frage. Ja, habe ich an allen Ecken und Enden. Man könnte auch einfach mehrere Upgrade-Gebäude bauen. Das heißt, mehrere Evolutionskammern und solche Geschichten. Weil man dann halt schneller upgraden kann. Ne, dass man einfach mehrere Gebäude mit verschiedenen Aufgaben da befüllt. Aber das ist immer. Na, muss man halt Gebäude bauen. Das ist, sag ich mal, die Herausforderung. Oder das ist der teure Teil daran. Du hast meine so, sieht aber gar nicht so ver... Obwohl, es sieht doch so verkehrt aus. Diese Welt gehört mir. Vor allem die Fliegenviecher sind halt tierisch praktisch hier. Die Mühlelisten, muss ich immer sagen. Ich brauche mal Overlords. Weil die Mühlelisten können halt schnell an den Ort kommen hier, das passt schon. So, schützen wir die nochmal. Und, hatte ich... Genau, eine Drohne war hier, die andere darf gerne mal dahin. Genau, die transportiert es hier, das ist schön fleißig. Ja, machen wir's. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Urwaldes nötig ist. Ach, die Drohnen sammeln sich hier jetzt, der alte Pöbel da. So. Boah, gehen wir mal nach da oben. So, hier unten ist nichts, ne? Da waren wir ja schon. Hier, komm, dann können wir das Zeug hier mal wegknüppeln. Die Drohnen werden wahrscheinlich angegriffen, oder? Lasst uns das hinter uns bringen. Ja, hier passt schon. Nicht. Ich müsste doch eigentlich ganz viele... Ja gut, hier ist ein bisschen Zeugs. Das geht schon. Los jetzt. Wir sind sie noch unterwegs. Habe ich noch eine Drohne hier irgendwo? Okay, hier, da, bitteschön. Ist hier noch irgendwo Biomasse gewesen? Geht das auch hier? Wahrscheinlich, ne? Das geht schon. 4 von 7 sind wir schon gut dabei. Hier das mit dem Absorbieren von den Biomassen, ne? Ich würde das eigentlich schon gerne alle drei machen hier. Da war gleichzeitig zu verwerten. Die Urzerk werden unsere Drohnen angreifen. Ja. Du wirst gierig. Es wird dein Verderben sein. Das ist schön, da freue ich mich. Ich muss sie halt nur von der richtigen Stelle aus abfangen, sag ich mal. Wahrscheinlich wird das der Knackpunkt sein. Der Schwarm. Ja, sieht ganz gut aus hier. Das ist doch tipptopp. Urorganismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Urzerk. Auslöschung empfohlen. Ja, ist auch kaputt jetzt. Das wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, ist halt schwer.
Geht gerade echt gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, es kann nicht an über meinen an meinen überdimensionalen Skills liegen, weil sowas habe ich nicht. Sag ich mal. So, alles Upgrades sehen ganz gut aus hier. Zwei Kurinis kommen nochmal dazu. Ich wüsste halt gerne, wo denn noch der weitere Pool ist. Lasst uns das hinter uns. Hier unten ja wahrscheinlich nicht. Bevor wir hier alle anderen Viecher halt verwurstet haben. Hier sind, oh, zwei Stücken sind gleich unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Das stimmt sogar. Wir sind hier fast fertig. Nie. So, ja, ihr könnt mal hier bleiben. Ihr könnt mal hier so hingehen. Warum auch immer. Aber das ist schön. Habe ich von gelesen, dass das schön ist. So. Du darfst dich auch ausbreiten. Hier hin. Wer hat dich gefragt? Ich meine, die anderen sehen auch gar nicht mal so blöd aus. Die sind halt, ich finde die fast hübscher als unser eigenes Volk hier. Weiter vorrücken. Muss ich immer sagen. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. So. Wie viele Nudas habe ich? Ich habe jetzt 23 Stück. Das sind eine Menge. Man kann trotzdem noch mal ein paar Roaches und ein paar Hydras hier. Die Zerglinge an sich. Ich finde die Zerglinge jetzt nicht so spannend hier, die kleinen Viecher. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, oh, das muss ich unbedingt haben jetzt hier. Weil hier wird gerade fleißig gestorben, oder? Nee, es geht noch. Ich muss mich mal zurückziehen. Ich muss mich mal kurz heilen hier. Weil die Mythos heilen sich einigermaßen schnell, kann man ja sehen hier. Okay, die heilen sich doch nicht so schnell. Ja, ist schön. Quillgur klingt ein bisschen wie Wilbur. Aus Book of Unwritten Tales. Das ist aber nur nebenher. Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun haben sollte. Kann ich mir nicht vorstellen. Es endet jetzt! Ich werde dich höchstpersönlich töten! Verteidig den Schwarmcluster! Ist ja gut, ist ja gut! Was wird denn den Aufstand gemacht? Ach, wir haben 7 von 7 gemacht, gefunden. Ist ja schön. Wieder sind kein Gegner für die Macht der Urzerg. Rennt jetzt hier oben lang oder was? Okay. Aber ist auch schön. Ja, die kloppen sich hier so ein bisschen, das geht schon. Das ist leider auch. Die Armeen jetzt leider aufgeteilt, aber es geht schon. Das sollte schon gehen. Weil der nimmt zwar schon Schaden, aber auch nicht so wahnsinnig viel, sag ich mal. Der Schwarm schläft nie. Ja. Ich glaube, ich sollte trotzdem einfach mal nach hier oben gehen. Das wäre ganz praktisch. Das wäre sonst. Das tut sonst, glaub ich, weh. Stirb einfach! Ja, ist ja gut, nicht so aggressiv. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. Wieso? Wo ist denn das jetzt unterwegs hier? Ich werde dein Fleisch verschlingen. Was hätte ich denn gerne? Ach, Scheusal habe ich ja auch, stimmt ja. Ja. Ich werde dein Fleisch verschlingen. Oh. Ja, es geht aber eigentlich, ne? Das könnte deutlich schlimmer sein. Ich habe jetzt leider keine Spinecrawler gebastelt hier. Könnte ich eigentlich mal machen, oder? Es war ein bisschen sinnlos, das jetzt zu machen, aber naja. Mit sinnlosen Sachen kenne ich mich ja aus. Nicht Kerrigan! Nein! Oh, die Scheusale sind super. Na, hallo! Na, hallöchen! Die knüppeln aber ordentlich. Nur nicht gegen die Luft. Ja, das haben wir ja immer super jetzt hier. Oh, der ist groß. Ich kehre zurück. Uralter. Ich bin wegen der Macht Zerus hier. Ich werde alles opfern, um mein Ziel zu erreichen. Du wirst mir helfen. Dein Schwarm trägt das Mal von Amon, dem gefallenen Xel'Naga. Vor langer Zeit kam er nach Zerus. Er formte die Zerg zu einer Waffe,
und brachte sie fort. Doch einige von uns blieben unentdeckt, verborgen. Wir vermehrten uns. Wir bleiben rein. Wenn du unsere Kraft suchst, musst du Urzerk werden. Du musst rein werden. Och nö, muss man sich dafür waschen oder so? Iiii. So, jetzt wäre ekelhaft. So, ach, wir haben nur 2 von 3 hier. Das ist ein bisschen schade jetzt. Wir waren einfach zu flott mit unseren Hauptaufgaben beschäftigt, sag ich mal. Von Kerrigan getötete Gegner 52 haben wir jetzt hier. Gegnerische Einheiten getötet 321, das ist eine Menge. Schwarmstöcke der Urzeit zerstört 2 von 4. Nicht so viele wie wahrscheinlich möglich. Das Erwachen der Uralten haben wir gemacht. Wir haben auch A Game of A Game of Drones. Hi. Applaus für dieses Wortspiel. Verhindern Sie in das Erwachen des Uralten, dass mehr als 3 Ihrer Drohnen getötet werden. Knaller Wortspiel, muss ich mir merken. So, 23 Minuten, das ging relativ fix, muss ich sagen. Ich habe den Eindruck, dass bisher keine der Missionen der Zerg so richtig, richtig lange dauern hier. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich meine, bei Wings of Liberty, wir hatten zwischendurch da schon einige Missionen, die auch mal in dem Moment gedauert haben, auch im ersten Bereich, oder? Oder kommen wir es nur so vor? Evolutionsgruppe kommen wir gleich hin. Erstmal reden wir mit dem Riesenklumpen hier. Ich finde es immer schön, ne? Egal, wo man hinkommt, egal in welcher Fantasy-Welt man quasi unterwegs ist, irgendwie können alle plötzlich reden und vor allem, ich kehre zurück. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn ich aus einem, was weiß ich, wie langen Winterschlaf erwachen würde, würde ich was anderes machen, außer zu sagen, ich kehre zurück. Vielleicht sowas sagen wie, boah, habe ich Mundgeruch. Sagen, der Schwarm sei korrumpiert. Was hat der gefallene Xel'Naga Amon getan? Er wollte unsere Stärke, die Fähigkeit, Essenzen zu stehlen. Doch wir waren frei und folgten ihm nicht. Er band die Zerg an einen einzigen übergeordneten Willen. Ohne eigene Identität wurden sie seine Sklaven. Der Schwarm. Das ist Amons Korrumpierung? Ja. Ein schreckliches Schicksal für einen starken Urzerk. Boah, wie heißt der? Zurwan. Das ist schön. Das klingt wie irgendein Regal beim Ikea, muss ich erst mal sagen. So, Isha. Meine Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Cerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Oh, tiefe Gesprächsinhalte. So, Evolutionsgrube. Leider keine Mission. Schade, schade. Aber Mutalisken können wir verändern hier. Mutalisk. Mutieren. Mutieren. Die haben komische Augen, finde ich. Ich finde es, wie gesagt, ne, ich finde es schön, dass man die Einheiten tatsächlich auch mal von so dicht dran sieht. Ich meine, den haben wir schon oft genug gesehen von dicht dran, den haben wir mittlerweile auch oft genug gesehen. Aber die anderen sieht man sonst so selten von wirklich so dicht dran. Man sieht zwar unten rechts immer die Porträts von den Einheiten, aber da sabbern die auch immer nur mit dem Gesicht ein bisschen an der Scheibe rum und das war's dann. Ich finde es ganz cool. Ich würde den gerne noch drehen und knuddeln am besten auch. So, was haben wir denn? Bösartige Kleve. Die Angriffe der Mutalisken erhalten 3 zusätzliche Übersprünge und treffen bis zu 6 Ziele. Das ist eine Menge. Die Übersprünge verursachen erhöhten Schaden und haben eine größere Reichweite. Das ist nicht so verkehrt, ne? Also das hier, das, was die da rausschmeißen, diese Wurfsterne, wenn man das so will, die treffen ein Ziel und springen auf die nächsten Ziele noch weiter. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das ist aber normal, deren Eigenschaft. Hier sind es halt nur noch ein paar mehr. Oder aber rasche Regeneration. Mutalisk regenerieren außerhalb des Kampfes 10 Trefferpunkte pro Sekunde.
Das ist schnell. Muss sich 5 Sekunden lang außerhalb des Kampfes befinden. Das ist wirklich schnell. Das ist eigentlich sogar noch netter als... wobei ist es netter? Ich weiß nicht, also jedes Upgrade hat seine Vor- und Nachteile. Explodierende Leaf. Oder Leve. Erhält plus... Ist es eine 9? Ja, es ist eine 9. Das sieht zu klein aus. Falls es keine 9 ist, dann ist es halt eine 8. Plus 9 Schaden gegen gepanzerte Ziele. Ein Anstieg von 100%. Angriffe springen nicht mehr auf zusätzliche Ziele über. Oh. Schade. Ich würde mal... ich wäre für die Regeneration tatsächlich. Weil dann kann man sich so einen ganzen Klumpen von den Viechern hier zusammenstellen. Kann angreifen, kann gucken, dass die dann so auf halbes Leben kommen. Und dann kann man schnell wieder raus. Und dann heilen die sich halt auf und greift halt nochmal an. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann... hat man halt weniger Verluste. Da muss man nicht so viel Geld ausgeben. Hat mehr Geld für mehr Einheiten. Urzag. Inakzeptabel. Müssen ausgelöscht werden. Ohne Überreste. Urzag vernichten. Was meinst du damit? Urzerg-Fernkämpfer auf Schlachtfeld gesehen? Basieren auf Hydralisken. Urzerg haben Entwurf von Schwarm gestohlen. Schwarm nur Stunden, Tage auf Planet, wird bereits kopiert. Abatur, bist du etwa verärgert? Inakzeptabel. Macht vom Schwarm Stärken zu assimilieren. Urzerg dürfen nicht stehlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie werden auf unserer Seite sein, bevor ich hier fertig bin. Die klingt so ein bisschen angepisst. So ein bisschen, ja, die anderen, nö. Ich darf klauen, aber die anderen nicht. Nee. So. Scheint mir so. Was haben wir hier? Waren die Upgrades denn in Ordnung? Das hier war ein Gräberklauen. Habe ich schon wieder nicht benutzt, ne? Toll. Was war das hier? Erhält plus 8 Schaden gegen leichte Ziele. Das wäre jetzt mal spontan eigentlich mit deutlich lieber. Das hier ist mehr Panzerung. Ja, ich würde mal hier die anderen Ziele nehmen. Weil das mit dem Graben, ich meine... Ich glaube, das mit dem Graben wäre dann interessant, wenn man tatsächlich halt vermehrt auf Schabenspiel setzt und entsprechend dabei auch schon ein bisschen weiß, was für Missionen da kommen werden. Dass man weiß, aha, da sind einfach die Basen, die man einnehmen muss, da graben wir uns einfach mal da drunter lang. Das halte ich für sinnvoller. Die Zerklinge können immer noch schnell laufen. Das finde ich schön, das darf auch gerne so bleiben. Die Banelings hier, die Berstlinge haben Überdruck. Die haben wir auch gar nicht benutzt. Das ist schön. Wahrscheinlich wird es auch so sein wie bei Wings of Liberty auch, dass ich da einige Einheiten dann am Ende habe, die ich überhaupt nicht mehr benutze. So ziemlich. Angriffsreichweite erhöht. Das. Ich glaube, das können wir so lassen, ne? Ich finde das gut. Kerrigan. Es fehlt noch eine ganze Menge. 70 Punkte, das ist eine Menge. Bis man hier zum Maximaldingens kommt. Ja, das ist schon ganz nett. Wilde Mutation fand ich eigentlich ganz cool gerade. Hat mir gut gefallen. Zergling Wiedergeburt. Hatten wir die drinne? Ich glaube, ich habe so wenig Zerglinge insgesamt gemacht, dass es mir ist... Ja gut, wir hatten immer wieder Zerglinge da stehen, klar. Aber ich hatte halt insgesamt nicht so viele, als dass man sagen würde, ja komm, das war irgendwie... Das hat man jetzt gemerkt hier. Aber ich lasse es einfach mal drinne, weil die verbesserten Overlords... Ja, ich meine, falls man mal irgendwie Mangel hat, dann baut man sich halt 5 neue Overlords, dann reicht es erstmal für den nächsten Augenblick. Ich meine, letztendlich, hier die die Wiedergeburt sorgt dafür, dass wir halt mehr Supply, mehr Versorgung verbraucht haben, weil wir immer wieder Zerg neue kriegen. Das heißt, irgendwann ist unsere Armee vollgeklumpt mit Zerg. Das heißt, hier brauche ich einfach mehr Supply, hier bekomme ich mehr Supply. Das ist, ja, boah. Ist egal, wir lassen es einfach mal so, das mit der Wiedergeburt. Ich muss mal gucken, ne? Also wenn es Banelings sind, dann kommen die ja nicht als Banelings wieder. Das wäre natürlich der Knaller. Also im Sinne von, ha, die explodieren, knallen, haha. Nee, aber das wäre dann praktisch. Also sobald ich die quasi zu Berstlingen umgewurstet habe, wird das mit der Wiedergeburt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, oder? Warte mal, Kerrigan. Mit ein bisschen Curry drauf. Getötete Zerglinge. Okay. Zerglinge. Keine Bärslinge. Guti, haben wir das auch. Ich bin mal gespannt, ob ich das mit der Wiedergeburt noch irgendwann mal sinnvoll einsetze. Ich bin wirklich gespannt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. In dieser schönen Dschungelregion. Bis zum nächsten Mal. Adieu.